Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Talk mit drei interessanten Gästen und drei kontroversen Themen. Zuerst zu den Gästen. Bei mir sind Esther Friedli. Sie ist Nationalrätin, SVP, Kanton St. Gallen. Sie führt mit dem Toni Brunner zusammen das Restaurant Haus der Freiheit oder einfacher Zune in Ebnet-Kappel. Regine Sauter ist bei mir oder bei uns, Nationalrätin von der FDP, Kanton Zürich, und Sie sind auch noch Direktorin von der Zürcher Handelskammer. Und ich freue mich sehr auf den Thomas Bohrer. Er ist ehemaliger Schweizer Botschafter gewesen und heute und schon sehr lange jetzt als Unternehmensberater tätig. Über drei Themen reden wir. Nochmal schärfere Sanktionen gegen Russland. Wie neutral ist die Schweiz? Offene Arme für Flüchtlinge aus der Ukraine, ganz anders als bei anderen, aus Syrien oder Afghanistan. Was heisst das? Und drittens, wenn die bürgerlichen Parteien zusammenarbeiten, dann können sie Wahlen gewinnen. Das war am Wochenende gerade der Fall in Freiburg. Warum gibt es trotzdem so einen grossen Graben immer wieder zwischen SVP, FDP und der Mitte? Gehen wir zum Thema Nummer 1. Auf Sanktionen können wir jetzt die Retourkutsche vom Kreml. Der Kreml hat in Moskau Uhren von Audemars Piguet im Wert von mehreren Millionen konfisziert und er droht auch mit Schweizer Firmen mit der Verstaatlichung und sogar mit Gefängnis für Chefs von diesen Firmen. Esther Friedli, das ist eine längere Diskussion, die wir haben, aber das ist so ein bisschen wie eine neue Eskalationsspirale. Ist die Schweiz zu weit gegangen? Hat sie das Festpartei genommen für die ukrainische Seite? Also die Schweiz hat ja eigentlich eine Neutralität und ich habe gestaunt, dass wenige Tage nach Ausbruch von diesem Krieg hat sich der Bundesrat von der Neutralität, wie wir sie bis jetzt in der Vergangenheit verstanden haben, verabschiedet. Und er hat relativ klar Position bezogen, dann Sanktionen übernommen, in gewissen Bereichen sogar noch mehr Sanktionen als die EU ergriffen. Und für mich hat eigentlich so ein bisschen den Bogen überspannt der Bundespräsident Ignazio Cassis, wo er an einer Demonstration, wo die ukrainische Botschaft in Bern organisiert hat, einen Auftritt gehabt hat, wo ich gefunden habe, also ein Bundespräsident hat nichts verloren an einer Demonstration, wo eine fremde Botschaft bei uns in der Schweiz auf dem Bundesplatz macht. Er wäre viel besser beraten, er würde eigentlich seine Zeit in die guten Dienste investieren und jetzt versuchen zu vermitteln, aber da hat sich die Schweiz jetzt leider verabschiedet und jetzt sehen wir, jetzt tut die Türkei jetzt vermitteln, aber das wäre eigentlich eine Position, die ich mir für die Schweiz gewünscht hätte. Eigentlich gut, weil ich glaube, das ist im Interesse von allen, dass der Krieg so rasch wie möglich kann beendet werden. Aber die Schweiz hat sich mit ihrer einseitigen Parteinahme davon verabschiedet und ich bin sehr betrübt, dass der Bundespräsident sich da jetzt wirklich so extrem auf eine Seite geschlagen hat. Man kann ja noch mal betonen, als ehemaliger Diplomat sind Sie natürlich voll in der Materie. Vielleicht noch eine Ergänzung von mir. Es ist ja auch vor allem eine emotionale Sache gewesen, wenn der Bundespräsident lieber Volodymyr zum Zelensky sagt, irgendwie hat mich ein komisches Gefühl beschlichen. Also ich habe ja DRK 1990 als junger Diplomat und neuer Völkerrechtler das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg Wirtschaftssanktionen gegen den Irak damals, nach dem Angriff auf Kuwait, für den Bundesrat dürfen schreiben. Und 1993 der Neutralitätsbericht vom Bundesrat, wo auch vom Parlament diskutiert wurde und genehmigt wurde. Das Neutralitätsrecht sagt uns nur, wir müssen militärisch neutral sein. Wir dürfen keine Waffen liefern, keine Durchmarschrechte zulassen. Wirtschaftliche Neutralität gibt es nicht, ist auch faktisch nicht möglich. Wir haben ja in dem Fall jetzt zum Beispiel viel mehr Wirtschaftsaustausch mit der Europäischen Union und den USA als mit Russland. Können wir gar nicht ändern. Im Zweiten Weltkrieg haben wir viel mehr Wirtschaftsaustausch mit Nazi-Deutschland gehabt. Das ja, haben uns ja umzingelt. Das gibt keine wirtschaftliche Neutralität. Das haben eigentlich gar kein Problem. Darum dürfen wir, der Neutrale darf wirtschaftliche Sanktionen ergreifen. Das ist nicht eine Frage von der Neutralitätsrecht, sondern von der Neutralitätspolitik, von der Aussenpolitik. Und die Aussenpolitik, bei all den Realpolitiker, sagt, was liegt im besten Interesse von der Schweiz. Und da kann man argumentieren, wie Frau Nationalrätin Friedli sagen, stille Sitzen, abseits stehen ist im besten Interesse. Ich
und wahrscheinlich auch der Bundesrat oder Bundespräsident Gassi sagt, Teilnahme an Wirtschaftssanktionen ist wichtig, weil wir haben auf der einen Seite einen Völkerrechtsbrecher, der einen Aggressionskrieg angefangen hat, Putin und Russland, auf der anderen Seite die Staatengemeinschaft vom Westen, Europäische Union, USA, die unsere Werte teilt, nämlich, dass die Macht des Rechtes muss gelten und nicht das Recht des Mächtigen. Und darum ist es richtig, dass wir die Wirtschaftssanktionen mittragen. Also Realpolitik? Realpolitik. Eine Abwägung machen. Dass der Herr Gassis, also ich wäre als Bundespräsident zurückhaltend, wäre nicht an so eine Demonstration gegangen. Aber auch das ist nicht neutralitätsrechtlich irgendwie vorgesehen. Im Zweiten Weltkrieg sind alle Schweizer auf der Seite der Alliierten gesehen, oder? Und es gibt keine Gesinnungsneutralität. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist jetzt diplomatisch ungeschickt gewesen. Die guten Dienste sind auch nur ein Instrument von unserer Russenpolitik. Nur wegen der guten Dienste müssen wir nicht A oder B machen. Und in nicht, müssen wir nicht, weil das wäre jetzt schon eine hervorragende Plattform, wenn die Schweiz jetzt da einen Frieden vermitteln. Ja, aber ich sag Ihnen, wir wären unglaublich unter Druck gekommen, wenn wir die Sanktionen nicht mitgetragen hätten. Die Europäische Union und die USA hätten uns mit schweren Sanktionen beleidigt. Schwere Sanktionen. Ich würde meinen, dass wir darum nach ein paar Tagen, wo es noch nicht so klar war, gesagt haben, doch, wir machen jetzt all die Sanktionen mit. Und auch die Verschärfung hat nicht zuletzt mit dem Druck zu tun gehabt, weil die Schweiz sich dem fast nicht hat können entziehen. Also immerhin hat sich ja der Bundesrat eben nicht überstürzt dazu bekannt, sondern hat sich Zeit gelassen, die 5 Tage, um wirklich die Situation zu analysieren. Und da muss man jetzt schon sagen, ich teile die Aussage, die Herr Burak gemacht hat. Wir sind Teil natürlich wirtschaftlich auch verflochten mit dem europäischen Wirtschaftsraum. Da ist unser wichtigster Handelspartner. Jetzt, wenn wir es rein vom Thema Wirtschaft anschauen, Russland ist etwa an 26. Stelle von den Ländern, wo die Schweiz Wirtschaftsbeziehungen unterhalten. Abgesehen von dem, dass wir jetzt hier abseits gestanden wären, es kann nicht sein, dass die Schweiz dann wie als Umgehungsort kann genutzt und missbraucht werden für die Sanktionen, die die EU ausgesprochen hat. Also, dass wir das mittragen und auch mitmachen, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, hat mit Neutralität nichts zu tun. Wie gesagt, Neutralität heisst, nicht Teil sein von einem kriegerischen Konflikt, nicht Partei ergreifen in einem kriegerischen Konflikt. Und da, wo es jetzt wirklich neutral sein heisst, nicht gleichgültig sein. Da, wo es um einen massiven völkerrechtlichen Rechtsbruch geht, wo wir eine Aggression haben gegen einen unabhängigen, souveränen Staat, kann doch die Schweiz nicht abseits stehen und sagen, ist uns gleich. Wir pflegen weiterhin unsere Wirtschaftsbeziehungen pflegen mit Russland, als wäre nichts gewesen. Das kann es einfach nicht sein. Und das Thema, dass wir unsere guten Dienste nicht mehr könnten anbieten, wegen dem sehe ich überhaupt nicht. Die Schweiz ist Standort von internationalen Organisationen. Warum in Genf jetzt nicht könnten zu Friedensverhandlungen stattfinden, leuchtet mir nicht ein. Das Thema mit der Neutralität passt da überhaupt nicht, weil ich meine, jetzt findet es statt in der Türkei, wo natürlich absolut kein neutrales Land ist, wo Mitglied ist von der NATO. Also die Begründung, dass wir jetzt nicht mehr Kinder zur Verfügung stehen zum Anbieten, zum Ausgleich anbieten, die stimmt überhaupt nicht. Abgesehen davon ist ja unser Bundespräsident mit allen im Gespräch. Letzte Woche noch war mit dem russischen Außenminister. Also die Gespräche finden statt und das Angebot ist da. Also einfach nochmal, wir sind ja nicht von unserer Seite her grundsätzlich gegen die Sanktionen. Die Frage ist ja immer, und ich glaube, das ist ein bisschen, teilweise ein bisschen suboptimal gelaufen, wie das ja dann auch im internationalen Kontext verkauft worden ist. Und der Bundespräsident Gassis hat uns ja versucht, im Nationalrat zu erklären, dass sich eigentlich der Bundesrat jetzt nicht geändert hat an der bisherigen Neutralitätspolitik. Aber es ist ein bisschen anders auf dieser Welt angekommen, wenn man gehört hat, vor allem in den USA, wo ja sehr stark formuliert worden ist, dass sich die Schweiz von der Neutralität verabschiedet worden hat. Ich glaube, da ist auch noch ein bisschen eine Kommunikation ist schwach gewesen. Und was ich nicht verstehe, ist, dass die Schweiz eben bei den Sanktionen noch über die Sanktionen von der Europäischen Union
ausgegangen ist. Man hat ja bis jetzt eben, wie ich gesagt habe, dass in der Vergangenheit hat man ja auch schon Sanktionen von der EU übernommen. Ich bin auch der Meinung, es ist, die Schweiz ist in dieser Situation, wo sie da mitten in Europa ist, weil sie unter Druck kommen. Aber es ist eine ganz schlechte Kommunikation. Und ich finde den Auftritt eben vor der, in der Demonstration am Bundesplatz eines Bundespräsidenten unwürdig. Und ich glaube, das, und dann hat er eben noch weit noch Dutzend, und es ist ja so, man hat wie das Gefühl gehabt, man ist extrem parteiisch und ich glaube, das führt auch dazu, dass die Schweiz jetzt eigentlich, und sie wird auch in Zukunft also nicht mehr im Zentrum stehen von Friedensverhandlungen, und das finde ich schlecht. Ich finde, die Schweiz wirklich viel zu bieten. Rein faktisch ist ja, ich meine, wir nehmen Flüchtlinge auf, richtigerweise, aus der Ukraine. Wir stehen ja, wir können gar nicht abseits stehen. Jetzt meinen, wir können uns da einfach draus halten. Rundum findet der Konflikt statt. Die Schweiz tut sich tut vor allem emotional draus halten. Das kann es ja auch nicht sein. Wir wollen es ja nicht draus halten. Man sollte sich auch wirklich aktiv beteiligen, dass man ein Teil von dieser Lösung will sein. Aber das spricht ja überhaupt nichts dagegen. Ich meine, wenn ein Bundespräsident sagt, wir sind mit euch, wir haben Mitgefühl, sein Mitgefühl ausdrückt und auch seine Ablehnung gegenüber dem, was da passiert ist, dann ist das auch eine humanitäre Geste. Aber es ist natürlich so, wie gesagt worden ist, in Amerika ist das ja wirklich aufmerksam aufgenommen worden. Ist ja selber das amerikanische Präsident der Schweiz thematisiert. Der Joe Biden hat es natürlich erwähnt, dass die Schweiz offenbar nicht mehr neutral ist. Jetzt kürzlich der Bill Clinton auf CNN. Also das ist international gesehen schon, hat man das Gefühl, die Schweiz wird jetzt ein bisschen anders wahrgenommen. Es ist richtig, die Kommunikation ist ganz schwach gewesen und ich bereue es, dass der historische Dienst, wo man 1999 nach der Auseinandersetzung Schweiz Zweiter Weltkrieg gegründet hat, mittlerweile wieder abgeschafft hat. Es hat offensichtlich Medien niemand mehr gegeben, wo aber die Berichte von 1993 ist eine schwache Kommunikation gewesen. Also, doch, es ist es, man hat offensichtlich nicht gewusst, dass man in der Vergangenheit Sanktionen ergriffen hat. Und man hat das natürlich müssen kommunizieren, dass man halt gesagt sagen, die Schweiz unterstützt die Wirtschaftssanktionen von der Europäischen Union und den USA aus diesen und diesen Gründen, Wertegemeinschaft, Verurteilung vom Kriegs, vom Völkerrechtsbrechen. Ja, aber wir bleiben militärisch neutral. Mhm. Wir halten unseren Status von der dauernden militärischen Neutralität fest. Und das muss man wirklich dann aktiv rauskommunizieren, muss man den Botschafter Auftrag geben, dass sie das machen. Man muss mit den Medien, ein paar Mainstream-Medien, New York Times, CNN, BBC, auch in Russland kommunizieren und dann kann man das überbringen. Mhm. Das ist suboptimal. Gut. Das ist suboptimal, Prof. Und da gebe ich, darum ist auch das hat, ich höre immer amerikanisches Fernsehen, Radio, es ist so übergekommen. Mhm. Auch in Deutschland habe ich Anruf bekommen, ich habe jetzt gerade wieder ein Interview müssen geben mit einer deutschen Zeitung, wo ich das haben klarstellen musste, dass die Schweiz immer noch neutral ist. Aber können wir quasi sagen, wenn wir das Thema abschliessen wollen, der Schaden ist nicht riesig, der angerichtet worden ist, das wird sich wieder einrenken, sobald das ein bisschen klarer wird sie. Weil jetzt, ich meine, die Retorsionsmassnahmen sind nicht ganz ohne. Ja, im Gegenteil. Also ich finde, der Schaden wäre immens gewesen, wenn die Schweiz das nicht gemacht hätte. Und ich meine, die Retorsionsmassnahmen, das sind ja die Schweizer Unternehmen nicht die einzigen, die betroffen sind. Sämtliche internationale Unternehmen, die in Russland sind, sind mit diesen Retorsionsmassnahmen konfrontiert, weil ja nur zeigt, was für das totalitäre Regime, wo keinerlei Rechtssicherheit besteht, wo keinerlei Grundrecht besteht, wie Eigentumsgarantien und so weiter. Also wo alles nur wirklich zum Machterhalt vom Staat dient. Und wie gesagt, das sind alle Unternehmen mit dem konfrontiert. Also zu meinen, wenn jetzt die Schweiz sich da draussen gehalten hätte, dann wären wir irgendwie als die strahlenden, die überheblichen, also das ist einfach illusorisch. Da ist eigentlich der Christoph Blocher ein bisschen vom Holz weggelegen, wo er gesagt hat, wir sind jetzt Kriegspartei. Überhaupt nicht. Also ich glaube, man wird ja erst in ein paar Monaten oder vielleicht auch in ein paar Jahren dann die Auswirkungen sehen. Und ich finde einfach, die Neutralität, der Punkt von der Neutralität von der Schweiz, es ist zwingend, dass wir darüber auch im Inland wieder eine Diskussion führen. Wir müssen das, ich habe gemerkt, wir verstehen auch nicht alle das Gleiche darüber. Und die Neutralität, die ist in der Bundesverfassung festgehalten. Und die ist für mich wirklich zwingend, dass wir uns dort dran halten. Und das
Thema der guten Dienste der Schweiz, wo in den vergangenen Jahrzehnten die Schweiz ganz eine wichtige Rolle auch weltweit hat können haben. Das ist für mich schon zentral, dass wir das auch wieder ein bisschen ins richtige Licht bringen, weil ich will nicht, dass es dann überall kommt, die Schweiz hat sich jetzt von dem verabschiedet. Gut, aber Neutralität ist eben eins von mehreren Mitteln von unserer Außenpolitik. Oder? Und die Außenpolitik hat einen Auftrag, nämlich die Unabhängigkeit von der Schweiz sicherzustellen. Und Neutralität ist eins von vielen Mitteln. Wir haben Solidarität, Entwicklungszusammenarbeit, gute Dienste, Wirtschafts-Außenpolitik, Kultur-Außenpolitik. Wir haben ganz viele Instrumente. Und da muss man immer abwägen. Und darum ist es auch eine Diskussion, wie wir sie jetzt führen. Oder sie haben gute Gründe, dass sie sagen, man hätte nicht so den Teilnehmen. Wir haben gute Gründe, dass wir können sagen, dass wir den Teilnehmen. Aber der Diskurs muss natürlich vom Bundesrat schnell geführt werden. Und dann muss man einheitlich dann gut kommunizieren. Das war ein das Problem, das wir jetzt haben. Gehen wir doch zum nächsten Thema, und zwar das mit den Flüchtlingen. Es ist ja erstaunlich und schön, was für eine unglaubliche Solidarität das es gibt in diesem Land gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen. Sogar, ich komme jetzt halt nochmal mit jemandem aus ihrer Partei, Magdalena Matullo hat am Wochenende gesagt, ja, vielleicht werden es 300'000 Leute und dann müssen wir mit dem umgehen. Das will man natürlich bei anderen aus anderen Kriegsgebieten so nicht sagen. Nehmen wir Syrien, nehmen wir Afghanistan, wo auch Kriegsgebiete sind. Dort ist die Schweiz sehr, sehr viel restriktiver. Was ist für Sie die Erklärung für das Phänomen? Also sicher das erste Mal das Thema, das ist, es geht um geografische Nähe. Also, dass man beim Krieg in Afghanistan, wo viel weiter weg ist, primär versucht, vor Ort zu helfen, ist sicher, ein Gebot der Stunde. Es sind aber trotzdem sind auch von dort vorläufig aufgenommen, sind in die Schweiz gekommen, über 10'000. Aber der Krieg, der ist jetzt mit in Europa, eigentlich vor unseren Haustüren. Es ist auch richtig, dass man die angrenzenden Länder, Polen insbesondere, unterstützt drin. Die können das nicht allein stemmen. Und es ist ja so, wir haben da eine neue Situation. Das sind nicht Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen. Wir finden, ah, super, wir haben schon lange mal in die Schweiz, jetzt reisen wir da an, sondern wo wirklich auch ausdrücken, dass sie so schnell als möglich wieder wollen heim. Dass sie wirklich Vertriebene sind aus ihrem Land und nichts lieber wollen, als sie dann zurückkehren zu ihren Familien, zu ihren Häusern, zu ihrem allem, was ihnen gehört. Und da ist schon ein Unterschied, dass man das Thema, dass man sagt, da kann man jetzt helfen für eine aktuelle Krisensituation. Ich glaube, es ist, wie Sie richtig sagen, der richtige Ansatz, dass man eigentlich sagt, Kriegsflüchtlinge sollten in der Gegend, wo der Krieg stattfindet, bleiben. Und dort kann man auch sicherstellen, dass man es kulturell richtig behandelt, dass man es auch schnell zurückführen kann. Und jetzt haben wir auch den Krieg in Europa, wie Sie richtig sagen, und dann kommen die zu uns. Und ich glaube, das darf man, oder ich darf das sagen, man fühlt sich natürlich in einem christlichen Land, wo man vielleicht auch persönliche Beziehungen hat. Also ich helfe jetzt auch 100 Waisenkinder aus der Ukraine, die sind jetzt in Moldawien und die kommen jetzt in die Schweiz, nach Staat. Und das Staatssekretariat und alles, die Berner haben super geholfen, es geht so schnell. Aber denen hilft man halt eher. Und man muss natürlich auch sagen. Es ist noch interessant, dass Sie sagen, darf ich den schon einhaken? Ja. Weil das ist so ein bisschen ein heisser Herdöpfel. Oder natürlich sind die uns, die Menschen, als Christen näher. Es ist geografische, es ist eine geografische, aber man sagt es eigentlich nicht gern. Doch, ich sage das, es ist ja eine geografische Nähe. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob Frauen und Kinder von einem Krieg flüchten oder alles junge Männer. Das ist auch etwas, was man politisch vielleicht nicht so sagen darf, oder? Also, es ist, und das ist sicher ein Unterschied. Und wie Sie richtig gesagt haben, die Idee ist ja auch, dass man die denen wirklich zurückführen kann. Und insofern ist das eigentlich, normal. Ich muss daran erinnern, wir haben auch früher bei tschechischen, ungarischen Flüchtlingen oder auch schon im Zweiten Weltkrieg, hat die Schweiz pro Kopf viel mehr Flüchtlinge aufgenommen als jedes Land auf der Welt. Wir haben in absoluten Zahlen mehr jüdische Flüchtlinge aufgenommen als die USA. Das ist bei Nachbarn einfacher. Wenn ihr Haus abbrennt, nehme ich sie auf ein paar Tage. Oder wenn dann irgendwie einer von ganz weit weg kommt und sagt, ja, gehen Sie doch ins Hotel oder so, oder ich lüge schnell im Hotel an. Es ist ganz etwas anderes. Also man kennt, es ist eine kulturelle Gemeinschaft. Ja.
eigentlich zeigt ja das eine neue Dimension von dieser Debatte, die wir jetzt viele, viele Jahre hatten über, ja, über Missstände im Asylwesen. Oder? Dass man gesagt hat, wir unterscheiden nicht mehr richtig zwischen echten, vom kriegsversehrten Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten, die ein besseres Leben suchen. Ja, also wir sehen ja da, dass jetzt wirklich Kriegsvertriebene und in den letzten Jahren sind ja in die Schweiz sehr viele andere gekommen, also vor allem eigentlich Wirtschaftsmigranten, die nicht an Leib und Leben wirklich in dem Sinn quasi gefährdet sind. Wobei ich jetzt extra Syrer und Afghaner erwähnt, weil das wären natürlich auch Leute, die aus Kriegsgebiet ja, aber es ist halt schon, und ich weiß schon, was der Herr Bohrer gesagt hat, es stimmt natürlich schon, wenn da in der Vergangenheit sind vor allem junge Männer gekommen, habe ich viel aber als Frau auch gefunden, ist eher ein bisschen also unangenehm. Und da kommen ja jetzt Frauen, Kinder, ältere Leute, die vertrieben sind. Und dann ist sicher auch die kulturelle Nähe. Also die sind ja auch im christlichen Glaubenskreis. Und ja, also das ist sicher die Nähe, die zu uns ist. Ich glaube, wir müssen einfach aufpassen. Und das ist mir eigentlich dann ein Anliegen, dass jetzt denn das nicht auch wieder missbraucht wird in dem Sinn. Wir haben ja jetzt ein bisschen wie zwei Arten von Asylsuchenden geschaffen, also zwei Status, die mit dem Schutzstatus S von der Ukraine und dann die anderen. Und nicht, dass es plötzlich dann einfach auch von anderen, dass die das Gefühl haben, ja, irgendwie muss ich dann sagen, ich komme über die Ukraine-Schiene da in die Schweiz ziehen, aber gar nicht auf dieser Schiene sein oder gar nicht eben wirklich Kriegsvertriebene sein. Es ist einfach immer Gefahr. Das ist quasi die milde Form von dem, was der Thomas Aeschi ein bisschen expliziter ausgedrückt hat. Nein, ich glaube, oder es geht den Schutz, es sind wirklich Leute, die haben, denen ist das Haus verbombt worden, wir reden es auch nicht gesehen. Das ist klar, sind, und was wir ja nicht wollen, und das gibt es halt einfach immer, in solchen Konflikten gibt es dann deren, die das merken und sagen, ja, jetzt sage ich, ich komme auch über die Schiene da in die Schweiz hier, weil die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine haben natürlich eigentlich einen besseren Schutzstatus jetzt. Die haben mehr Rechte, sie können sofort arbeiten, sie haben auch andere Rechte und das wahrscheinlich andere, die jetzt vielleicht aus Syrien oder wo aus Eritrea oder wo immer die herkommen oder aus Afghanistan, die wollen das auch. Und da ist es uns wirklich ein Anliegen, dass man da aber auch schaut, dass das nicht missbraucht wird. Was findet Sie zu dem? Also das Thema ist ja zum ersten Mal das Thema Sicherheit. Also es ist ja so, dass alle Leute, die kommen, werden registriert und es gibt immer eine Sicherheitsüberprüfung. Da ist ja Sicherheit sichergestellt und das finde ich auch richtig. Und es ist auch nicht so, dass einfach alle, die mal jemals in der Ukraine gewohnt haben, können kommen, sondern die, die wirklich können sicher in ihr ursprüngliches Heimatland zurückkehren, die müssen das auch. Offenbar ist es relativ leicht, in der Ukraine einen ukrainischen Pass zu kaufen. Also, das ist wieder so, finde ich, so eine Diskussion, ja, wo immer man so Sachen hat, es gibt immer Leute, die wollen das System ausnutzen. Ich glaube, es gibt Leute, die finden einfach überall einen Weg zum System ausnutzen, aber jetzt wegen dem irgendwie alle den Leuten, die wirklich einen berechtigten Grund haben, um da hinzukommen und die wir aufnehmen sollten, denen irgendwie eine Skepsis entgegenbringen, so, das wäre ja wirklich falsch. Das wäre wirklich falsch. Und ja, natürlich muss man genau hinschauen, das ist so, und nicht einfach blauäugig. Das finde ich ganz wichtig, nicht blauäugig sein. Eben gerade gegenüber denen, die einfach unser System ausnutzen wollen. Was man aber auch muss sagen, ich meine, die Solidarität, die ist riesig. Das höre ich auch aus meinem Umfeld. Ich kenne jemanden, der hat jetzt eine Frau und ein Kind aufgenommen. Man darf es wahrscheinlich aber auch nicht unterschätzen, wenn das länger geht. Guter Punkt, oder? Auf das haben wir es eigentlich vorhin rausgenommen. Jetzt haben offenbar 28'000 Schweizerinnen und Schweizer gesagt, wir nehmen jemanden auf. Das ist ja Wahnsinn, oder? Und trotzdem ist mir dann durch den Kopf gegangen, ja gut, das ist emotional etwas, wo man sehr schnell sagt, ja doch, das müssen wir machen, wir müssen helfen. Oder Philippa Leutenegger hat jetzt einen Wohnraum zur Verfügung gestellt für eine Familie. Nur wie weit raus denken wir? Weil wir gehen jetzt davon aus, dass es ein paar Monate ist. Und vielleicht geht das aber viel länger. Was ist dann? Also eben, das ist genau, also kann natürlich durchaus eintreffen, das wünschen wir uns alle nicht natürlich. Und für mich finde, man muss sich, wenn man das persönlich macht, so Sachen auch vorher gut überlegen, weil den Leuten ist natürlich dann überhaupt nicht geholfen, wenn sie müssen nach kurzer Zeit wieder das Platz wechseln, insbesondere ein Kind, wo ja, die gehen ja in die Schule, die sollten in die Schule gehen, werden jetzt einmal eingeschult und nachher dann funktioniert da in dieser Familie nicht mehr, müssen sie wieder an eine andere Sache. Also das finde ich, das muss man sorgfältig abklären und natürlich, die öffentliche, der Bund, der Kanton müssen
sich auch darauf einstellen, dass da wird zu einer Situation kommen, wo die öffentliche Hand viel mehr Raum wird müssen zur Verfügung stellen. Thomas Bohr. Ja, ich bin einverstanden. Also gesagt, ich habe mir das auch gut überlegt, oder? Wir haben jetzt, aber ich glaube, dass jetzt, ich hoffe, und das ist die einzige Lösung, dass wir relativ zeitig zu einem Waffenstillstand kommen in der Ukraine. Das wird natürlich, das ist eine Zeitenwende, wenn man sie 1989 erlebt hat. Die Welt ist vor dem Angriff nicht mehr die gleiche wie nach dem Angriff. Mhm. Wir werden ganz eine andere Welt haben. Sehr viel als gesichert glaubte Tatsachen in Frage gestellt. Unsere Sicherheitspolitik wird sich ändern, unsere Wirtschaftspolitik. Wir werden wahrscheinlich auf eine Wirtschaftskrise, vielleicht eine Rezession hinkommen. Es wird soziale Verwerfungen geben, geopolitische Verwerfungen, das ist eine Zeitenwende. Oder? Und in diesem Bereich spielt halt auch die Flüchtlingspolitik rein und kurzfristig sind wir alle hilfsbereit. Aber wie gesagt, wenn denen Sie als, wenn das Haus dann mal, wie gesagt, wenn Sie ein Problem haben, und bei mir als Gast so ein paar Wochen oder zwei oder drei, aber dann nach einem Jahr wird man ja dann auch wieder mal Duss haben, wo man notfallmäßig aufnimmt. Und so geht es wahrscheinlich auch in der Schweiz. Aber ich würde etwas sagen, wir tun ja auch Migrationspolitik sollte man in der Schweiz mal insgesamt anschauen. Wir haben keine gute Migrationspolitik. Aber was sehr gut klappt, wie es Missstände gibt, wie wir eine Migrationspolitik, eine Flüchtlingspolitik haben, die sehr aleatorisch ist. Ah. Also vom Zufall abhängig. Ja. Also bös gesagt, wer es im Gummiboot über das Mittelmeer schafft, nehmen wir auf. Andere nicht. Hier haben wir den Vorteil, dass wir kein Meer dazwischen haben, aber wir tun, ich finde andere Staaten, Kanada, teilweise auch die USA, haben viele durchdachtere Flüchtlingspolitik und wir sollten auch mal zu einem anderen System übergehen. Aber das ist eine andere Diskussion. Ich glaube auf alle Fälle, dass im Moment das Bundesamt für Migration mit der neuen Staatssekretärin Schraner Bogen ausgezeichnete Arbeit macht, das könnte auch eine gute Arbeit machen. Das ist also wirklich eine riesige Aufgabe, auf uns zukommt. Wieder kommen gerade Hunderte aufs Mal oder Tausende. Und dann müssen wir jetzt kurzfristig auch um der Reputation von der Schweiz als humanitäres Land gerecht zu werden und auch unsere Reputation im Ausland zu verbessern. Oder wie ist der Takt zu halten, wenn wir jetzt. Bleiben wir noch schnell bei dem Grundsatz von der Migrationspolitik, den man optimieren könnte. Was würden Sie entscheidend ändern, wenn Sie könnten? Ja, wir haben in der Schweiz einfach viel zu viele Wirtschaftsflüchtlinge, die eigentlich über die Schiene von der Flüchtlingspolitik oder von dem Flüchtlingsweg da reinkommen, aber gar nicht an Leib und Leben gefährdet sind. Und die, kann man sagen, die verstopfen dann eigentlich das ganze System. Sie machen immer wieder Rekurs. Es gibt dann auch teilweise Fälle, die kann man dann auch, oder die sollte man ausschaffen. Dann weigern sie sich zum ausschaffen, sie wollen keine Rückkehr mehr machen. Also ich glaube, dort müssen wir wirklich bei der ganzen Asylpolitik nochmal grundlegend heranschauen. Kurzfristig jetzt, da haben auch wir von der SVP gesagt, dass man jetzt da muss helfen, das ist für uns auch klar. Aber eben, je länger der Konflikt dauert, umso länger bleiben die Leute da. Und ich glaube, das ist in niemandem Sinn, weil das, was ich finde, ist dann auch ganz wichtig, dass man dann das Land auch wieder aufbaut, die Ukraine. Das kann dann nicht sein, dass dann die wie einen Braindrain haben und alle bleiben bei uns und sie haben dann grosse Herausforderungen. Aber da haben wir natürlich keinen Zweifel, wenn man sieht, wie die Ukrainer funktionieren. Das ist grossartig und das ist logisch, dass ihr Land so schnell wie möglich aufbauen. Das hoffe ich, glaube ich. Die müssen dann auch einen Beitrag leisten. Nur, oder weiss ich nicht, gewisse, wenn dann jetzt die da rasch in einen Arbeitsprozess integriert werden, bin ich mir dann noch nicht so sicher, wie dann die Rückkehr wird sein. Weil, wenn man dann in der Schweiz in den Arbeitsprozess reinkommen ist, das wird sich dann noch zeigen, wie sich das... Das ist ja noch eine delikate Diskussion. Vielleicht noch eine Einschätzung von Ihnen, Frau Sauter, zu dem Thema. Also bei anderen Flüchtlingsgruppen, die dürfen gar nicht arbeiten, oder? Weil man will vermeiden, dass Leute integriert werden. Sie haben aber vielleicht auch nicht die Qualifikationen, wie Ukrainer möglicherweise mitbringen. Das könnte ja auch ein Potenzial sein. Wie gehen wir jetzt intelligent um mit dem Dilemma? Also tatsächlich sind viele Ukrainerinnen und Ukrainer sehr gut ausgebildet. Merkt man jetzt auch, wenn es zum Beispiel so Interview gibt in den Medien, die können alle Englisch, zum Teil auch Deutsch. Ja.
Zum Teil kommen auch Mitarbeitende von Schweizer Unternehmen, die in der Ukraine tätig sind, kommen da an. Das ist sogar im Interesse von diesen Unternehmen. Wieso können sie das Know-how behalten? Können die da weiter beschäftigen? Schauen, dass die weiter im Betrieb, im Prozess bleiben und dann auch wieder können zurückgehen, wieder dann in die Ukraine zu selben Unternehmen. Und ja, es ist tatsächlich so, wir haben einen riesigen Fachkräftemangel in der Schweiz. Also der Arbeitsmarkt ist total ausgerechnet. In dem Sinn können die Leute, die jetzt kommen, sicher auch wertvolle Arbeit leisten. Ja, aber es ist ja dann schon eine Herausforderung, dann einfach auch für die Zukunft von der Ukraine, wenn es dort dann mal einen Frieden gibt, wenn dann ein sehr grosser Teil von den Leuten, sagen wir, zu Westeuropa ausgewandert sind. Ich finde schon, dass das auch, das sollte eigentlich im Interesse von allen sein, dass dann die auch wieder mithelfen, ihr Land mit aufbauen und nicht, dass wir da jetzt, wie sage ich, aus eigenem Interesse die Leute auch wieder hergenommen haben. Oder der Status S, wo man jetzt da für da es erstmal aktiviert hat, der sagt ja genau, es ist ein temporärer Status. Und das ist auch allen den Leuten klar gemacht worden, die gekommen sind, den ukrainischen Staatsbürgerinnen und zum Teil Staatsbürger, dass das eine temporäre Geschichte ist. Das ist jetzt mal auf ein Jahr befristet, kann verlängert werden. Und mit dem natürlich auch Botschaft verbunden. Und wenn da fertig ist, gibt es kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz und in dem Sinn auch keine Arbeitsbewilligung. Letztlich sind da Leute, die jetzt unter normalen Bedingungen nicht einfach eine Arbeitsbewilligung bekommen hätten in der Schweiz. Die sind natürlich außerhalb vom EU-Raum. Kommt man nur, gibt es ganz wenige Arbeitsbewilligungen, die erteilt werden. Also in dem Sinne, wenn man das Konzept jetzt wirklich glaubwürdig umsetzen kann, dann, und mit dem auch den Beweis antreten, dass das funktioniert, eben, dass die Leute wirklich dann halt auch wieder zurückkehren müssen, dann ist beiden Seiten geholfen. Aber vielleicht ist das auch noch ein wichtiger Punkt, dass man auch wieder in Sachen Kommunikation sehr, sehr klar ist, weil mich stört das zum Teil, oder hat mich in der Vergangenheit zum Teil gestört, wenn man Wirtschaftsflüchtling oder echter Flüchtling gesagt hat, gell, es ist klar, ich möchte dann irgendwann zurück, wenn es geht. Und dann sind aber natürlich aus realpolitischen Gründen viele Kinder in die Schule und sind nachher so integriert worden, dass es nachher stossend war, wenn das Datum kam, wo man sie müssen zurückführen musste. Und dann hat es Demonstrationen gegeben und die Leute haben gesagt, nein, wir sind so gut integriert. Und die Beamten, die das nachher durchsitzen müssen, das sind nachher kaltherzige Beamte. Und das hat mich immer irgendwie sehr unbefriedigend gedunkt, oder? Aber wo das einigermaßen gut funktioniert hat, ist nach dem Jugoslawienkrieg, wo man grosse Bevölkerungsgruppen kurzfristig aufgenommen hat. Damals hat das noch den Status anders geheißen. Und nachher denen wirklich, die sind nachher wieder zurückgekehrt, die ihre jeweiligen Heimatländer haben eine Unterstützung neu bekommen von der Schweiz, damit sie sich dort auch etwas haben können erschaffen. Und das hat sehr gut funktioniert. Das sind grosse Gruppen, wirklich Zehntausende, das war Ende der 90er Jahre, die wieder zurückgekehrt sind. Und, ja, da waren sehr viele geblieben. Wie gesagt, es gibt... Zum Glück sind schwer, aber nicht so gut im Fußball. Hat immer so etwas. Genau, heute Abend, also wir zeichnen das auf, am Dienstag, am 29. ist ja Schweiz-Kosovo, genau, das wäre ein schönes Thema, aber müssen wir dann schauen, wie das Spiel rauskommt. Das diskutieren wir in der nächsten Sendung. Gehen wir doch noch zum dritten Thema, das ist jetzt nicht riesig in den Medien gewesen, aber wir haben in verschiedenen Kantonen Wahlen gehabt. Mich nimmt ein Aspekt Wunder, weil wir ja eine bürgerliche Runde sind heute an dem Tisch. Und zwar gibt es ja das Problem von der bürgerlichen Zusammenarbeit. Und man hat jetzt gesehen, Kanton Freiburg zum Beispiel, haben die Bürgerlichen zusammengeschafft, haben mehr Sitz gewonnen im Regierungsrat, als man gedacht hat. Und das hat mich wieder mal nachdenklich gestimmt und mich überlegt, was ist eigentlich das Problem, dass die Bürgerlichen, im Grunde genommen ist das ja eigentlich SVP auf der einen Seite und nachher FDP und jetzt neu die Mitte auf der anderen Seite. Wieso können die nicht besser zusammenarbeiten? Wo gibt es ein Problem? Ja, ehrlich gesagt. Ja, ich kann ein paar Beispiele aufzählen. Also zum Beispiel die Wirtschaftsthemen, Sozialpolitik gerade, also ich meine, die AHV-Revision, die wir jetzt durchgebracht haben, ist ein tiptops Beispiel von wirklich ganz einer breit abgestützten bürgerlichen Zusammenarbeit. CO2-Gesetz, FDP. Ja, also... Das ist aber nicht die Frage bürgerlich oder nicht bürgerlich, sondern es ist die Frage, wie beurteilt man es, oder? EU-Rahmenabkommen. Ja, EU-Rahmenabkommen. Ja, entweder ist man ist man wirtschaftsoffen, da gibt es also noch andere, die auch eine andere Meinung haben. EU-Rahmenabkommen, Zusammenarbeit mit dem europäischen Binnenmarkt, ist eine grosse Notwendigkeit für
die Schweizer Wirtschaft. Wir brauchen den Zugang. Also brauchen wir Lösungen. Und nur, in Anführungszeichen, wie es die SVP anders sieht, heisst das nicht, dass es keine bürgerliche Zusammenarbeit gibt. Man muss doch Themen anschauen. Wo hat man einen gemeinsamen Nenner? Dort schafft man zusammen. Bei Wahlen schafft man zusammen. Dann, wenn man eben die bürgerliche Mehrheit erreicht. Also jetzt irgendwo zu sagen, es gibt ein Problem auf der bürgerlichen Seite, muss ich sagen, ja, okay. Was ich beliebt würde machen, ist, dass man vor allem in Wahlen die Listenverbindungen eingeht. Ich glaube, in den letzten Nationalratswahlen hat man mehr Sitz auf bürgerlicher Seite. Und ich sehe mich da eben auch als bürgerliche Macht, wenn man strikt die FDP, SVP zusammen Listenverbindungen gemacht hat. Ich stelle fest, dass es in einigen Kantonen immer noch wahrscheinlich aus der Urzeit, das sind ja alles junge Damen hier am Tisch, aber ich bin schon älterer Herr und ich habe das erlebt, oder, wo die FDP noch in der Machtposition war, zum Beispiel im Kanton Zürich mit den alten Kampfrossen oder mit Prämie und so weiter, Steinecke, und die SVP in der Minderheitsposition, und dann hat das gekehrt und das hat Verwerfungen, auch Verletzungen, auch persönliche wahrscheinlich, aber jetzt sind wir ja, die Generation ist jetzt abgetreten, jetzt sollte man eigentlich wenigstens, wenn es um Wahlen geht, immer zusammen schaffen. Ich gebe Ihnen recht, wenn man politisch im anderen Lager ist, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, dann kann das sein, auch wenn man das in der gleichen Partei hat. Das gibt es durchaus. Da kann man nicht einfach sagen, die FDP muss immer der SVP helfen und umgekehrt. Oder? Sondern, aber ich glaube, bei Wahlen ist es ganz wichtig, dass man dort viel mehr zusammen macht. Wir werden gerade im Kanton Zürich ganz schwierige Wahlen haben jetzt denn. Und wenn man dort zusammenspannt, dann verliert man unglaublich viel an die Grünliberalen, wo meiner Wahrnehmung immer grüner werden und weniger liberaler. Ich stelle das bei meinen jungen Mitarbeitern fest. Oder früher war es ganz klar, wo die gewesen sind. Jetzt sind das ist durchaus etwas, was man gerne macht. Grünliberal, die gewinnen ja überall. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass man gerade bei den nächsten Wahlen die Listenverbindungen strikte macht. Und wenn dann ein paar finden, der andere ist ein Double, den will ich nicht, dann muss man über das hinwegsetzen und sagen, das ist jetzt Parteilinie, wir machen Listenverbindungen. Interessanter Punkt. Das nimmt mich Ihre Analyse wundervoll, Felix. Ja, also es hat sich jetzt auch in den letzten Monaten oder Wochen gezeigt, in den Kantonen, wo man zusammengehabt hat. Das war eben Kanton Bern gewesen, jetzt letztes Wochenende, wo es ja gelungen ist, den Sitz wie der bürgerliche, der Regierungsrat, die bürgerliche Hand. Freiburg ist ein gutes Beispiel. Watt im ersten Wahlgang hat auch gut geschafft. Ich glaube, wir müssen wirklich bei den Wahlen sehr sachpolitisch und auch ein bisschen nüchtern kommen. Ja, Entschuldigung, das ist mir ein bisschen zu allgemein. Aber sie hat ja jetzt quasi ist doch alles im Butter. Nein, das ist keine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit. Aber jetzt, ich möchte jetzt noch... Wir haben von der SVP so einen wahnsinnigen Aufstieg in den letzten 30 Jahren unter Christoph Bloch und viele Leute, die früher FDP gewählt haben und gesagt haben, das ist meine Partei, die vertritt die Wirtschaft, gehört man heute bei vielen Wirtschaftsvertretern. Nein, das ist heute das. Nein, das ist doch gar nicht wahr. Aber wenn wir jetzt nochmal in den Kantonen umhören, also ich komme aus dem Kanton St. Gallen und dort ist leider in der Vergangenheit jetzt überhaupt keine bürgerliche Allianz gegeben, auch für die Regierungsratswahlen. Ständeratswahlen. Und wir haben immer wieder versucht, was ist konsequent, man hat ganz einen linken Ständerat, man hat mehr Sitz dann gewonnen, die Linke in der Kantonsregierung. Und ich glaube, jetzt müssen wir uns ja wie aus bürgerlicher Seite noch mal ein bisschen zurückbesinnen. Das, was uns vereint, und das ist ja, dass wir eigentlich ein Grundsatz ist, wir wollen nicht immer mehr, dass der Staat immer mehr wächst. Wir wollen nicht, dass der Staat alles regelt, sondern wir wollen noch ein bisschen das Freiheitsrecht und die Freiheit, vor allem auch im Bereich von der Wirtschaftspolitik. Und ich glaube, wir werden müssen im Hinblick auf die nächsten Wahlen viel mehr Gemeinsamkeiten rausschälen und schauen. Und wir haben ja jetzt gesehen, wir gerade in der Wirtschaftspolitik, letzte Abstimmung, haben wir gesehen, wenn die Linken steuerpolitisch von Anfang an Abstimmungen gewinnen, kommt es nicht gut. Müssen wir uns wirklich da ein bisschen zusammenraufen. Und ja, es gibt Themenfelder, vor allem in der Aussenpolitik, wo wir uns vielleicht nicht ganz alle gleicher Meinung sind. Aber wenn ich jetzt selber so in diesem Parlament sitze und einfach feststelle, dass mir wirklich manchmal erschreckt, dass man alles Mehrheiten von links-grün findet und dann noch ein paar, sage jetzt die Mitte und FDP, die noch mitmachen, müssen wir uns wirklich ein bisschen sammeln, dass wir auf die nächste Legislatur da wieder ein bisschen einen Wechsel bekommen. Also Sie haben widersprochen. Genau. Ja. Also man muss ja sicher unterscheiden zwischen
Sachthemen, konkrete Sachgeschäfte und Wahlen. Also das Thema ist, wenn es beim einen Thema darum geht, wie gewinnen wir bürgerliche Mehrheiten in Kantonsregierungen beispielsweise, dann ist es traditionell so, dass man sich gegenseitig unterstützt. Auch im Kanton Zürich übrigens haben wir vor 4 Jahren haben wir das gehabt. Hat dann leider nicht funktioniert. Aber jetzt zu meinen, es heisst einfach, die FDP muss immer gleicher Meinung sein wie die SVP und dann gibt es eine bürgerliche Zusammenarbeit. Eben gerade in so wichtigen Fragen wie außenpolitische Fragen, Außenwirtschaftsfragen. Ja, ich meine, wenn wir eine liberale DNA haben, eine weltoffene Haltung, dann kann es ja nicht sein, dass wir uns jetzt einfach der SVP anschliessen, damit es am Schluss eine sogenannte bürgerliche Zusammenarbeit gibt. Nehmen wir das CO2-Gesetz vom letzten Sommer, oder? Das war ein schönes Beispiel gewesen, wo einfach halt Leute, die jetzt noch ein bisschen bürgerlicher oder noch ein bisschen liberaler denken, und die sind viele jetzt in der SVP, gesagt haben, das ist kein liberales Gesetz. Wie kann ein SVP, wie kann eine FDP so ein Gesetz bejahen? Ja, da war unsere Analyse einfach anders gewesen, dass man jetzt um das Thema nicht mehr herumkommen kann, aber die Augen zu machen vor dem Thema. Oder man kann sagen, okay, wir tun Massnahmen ergreifen. Und was man auch noch muss sagen, in einer ersten Version ist das Gesetz gescheitert im Parlament, wo wir genau alle unsere Forderungen eigentlich drin hatten, ist nachher gescheitert, dann hat es eine Neuauflage gegeben. Und irgendwo ist es auch Realpolitik, und zu sagen, okay, wie bringt man ein mehrheitsfähiges Gesetz an? Und dann muss man auch als Freisinnige, wenn einem das Ziel, am Ziel etwas liegt, muss man halt auch mal Kompromiss machen. Und das ist genau, mit Verbot es ist und genau so ein Gesetz, ist genau so ein Gesetz gewesen, wo man hat müssen Kompromiss machen im Sinne des Ergebnisses. Bevölkerung hat es nicht geteilt, obwohl jeder immer davon redet, wir müssen etwas machen gegen den Klimawandel und wir müssen nachhaltiger leben und so weiter. Bei der Bevölkerung wird das offenbar anders wahrgenommen. Die Realitäten muss man noch erkennen. Darf ich noch etwas sagen, wo man viel mehr Sorgen macht als jetzt so Einzelgesetze? Wenn man den Bundesrat anschaut, stelle ich fest, dass der sehr oft nicht mehr bürgerlich liberal stimmt. Wenn ich noch zu tun hatte, jetzt Bern im Bundeshaus, ist meistens, das war vor 20 Jahren, 5-2 abgestimmt worden, mal 4-3, aber klar bürgerlich. Und jetzt ist es einfach so, dass die hat ja auch eigentlich, wenn man Parteibüchle anschaut, hat man eine Mehrheit, aber der Bundesrat stimmt oft eigentlich gegen liberale Anliegen. Und sind ja dann nicht die beiden SVP-Bundesräte. Also das weiß ich nicht, aber die zwei Sozialdemokraten gewinnen ihn. Also das heisst, genau. Mindestens noch zwei andere finde ich, will jetzt nicht darüber diskutieren. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass man halt auch diesbezüglich Zeichen aussetzt und darum sagen, viele würden gar nicht lieber gerade irgendwie eine Nicht-Bundesratspartei wählen, wie die da oben machen, sowieso etwas anderes. Mhm. Ich glaube, dort müsste man in Zukunft ein bisschen schauen, dass man ein bisschen mehr Linien und auch eine gewisse Parteilinie reinbringt. Ich weiss, der Bundesrat ist unabhängig und nur der Verfassung und sich selber eingeschworen, aber das sendet schlechte Zeichen aus. Aber das ist ja vielleicht, eben, gerade auch im Hinblick auf die nächste Bundesratswahl, ist es wichtig, dass wir uns ein bisschen mehr zusammenraufen. Und mein Eindruck ist natürlich auch, dass, sag jetzt, in den eher Mitte-Parteien dann auch Personen im Bundesrat gewählt werden, die in Anbetracht auch von der Mehrheitsverhältnis im Parlament sich schon eher ein bisschen Mitte-Links fast positionieren. Und ich glaube, wenn wir eben wieder wirklich mehr wollen, bürgerlichen Bundesrat, dann ist es wichtig, dass wir jetzt Hinblick auf die Wahlen zusammenarbeiten, in den Kantonen, aber sicher auch bei den Nationalratswahlen, dort, wo möglich ist. Man hat das eben mal ausgerechnet, was ja links-grün konsequent macht mit diesen Listenverbindungen. Wenn wir das viel mehr auch würden machen, hätten wir x Sitz können dann auf unsere Seite holen und das wäre einfach im Interesse von uns allen. Also da bin ich sowieso ganz anderer Meinung. Listenverbindungen, finde ich, die sollte man abschaffen. Das ist eine totale Verfälschung vom Wähler, weil das braucht es nicht. Also ich finde, vor allem die Zufallsergebnisse, die es am Schluss kann geben, aufgrund von so Listenverbindungen, dass ein Sitz zu der einen oder anderen Partei geht. Da will ich jetzt ein bisschen taktisch denken. Ja, kann man schon, wollte ich aber nicht. Also ich finde, man steht an für die Partei, wo man gewählt werden will. Man vertritt die Werte von dieser Partei.
wir reden jetzt noch von Proporzwahlen, wir reden nicht von Exekutivwahlen, sondern wir reden konkret, es geht ja nur noch um Nationalratswahlen. Im Kanton Zürich haben wir nur noch bei den Nationalratswahlenlisten, weil wir in den kantonalen Wahlen haben wir das schon lange abgeschafft. Und ja, da kann man sagen, man tritt an für die Partei und es ist transparent und die Wählerinnen und Wähler wissen, welche Partei das sie wählen. Also so Listenverbindungen, was das bringen soll, am Schluss eben die eine oder die andere Seite hat noch zufälligerweise einen Sitz mehr oder weniger. Das ist ja, einfach, das kann bei dem klappen. Natürlich kann man das einen Unterschied machen, wenn man 3-4 mehr hat. Selbstverständlich. Und jetzt aber pragmatisch, opportunistisch, halt, solange es die Listenverbindungsregelung gibt, muss man das nutzen. Weil, weil die FDP kommt ja langsam in die Juniorrolle und die FDP muss ja auch darauf schauen, dass sie zwei Bundesräte hat nach der nächsten Wahl. Also ich würde jetzt aber sagen, in der letzten Wahl war es primär die SVP, die sie jetzt verloren hat. Einfach, um das da mal noch klarzustellen und nicht die FDP. Ja, ja, aber es geht den bürgerlichen Lagen verloren. Ja, ich sage es aber, Proporzwahlen sind etwas anders als Regierungsratswahlen beispielsweise, wo man dann so Bündnis macht. Ja, aber einfach nochmal, es gibt jetzt das, das Instrument von der Listenverbindungen und Linksgrün macht das sehr konsequent und hat das bei den letzten Wahlen auch wirklich einige Sitze können, gewinnen. Und darum finde ich, es wäre anzustreben im Hinblick auf die Nationalratswahl im 23, dass man auf der bürgerlichen Seite die Listenverbindungen macht. Von Seiten der SVP haben wir sehr viel immer wieder auch gegenüber der FDP kommuniziert. Wir wären interessiert an Listenverbindungen, aber es ist leider einfach dann immer abgelehnt worden. Und konsequent ist nachher einfach, dass der Sitz auf die linke Seite geht. Das kann man wollen. Ich finde es schade. Und ich finde es vor allem schade für die Zukunft von diesem Land. Gut, ich habe mir überlegt, wie ich einen intelligenten Schluss machen kann. Das ist mir keiner in den Sinn gekommen, weil es ist einfach interessant gewesen zum Zuhören. Danke vielmals. Das ist der Schluss. Herzlichen Dank, Esther Friedli, Regine Sauter und Thomas Bohrer, dass ihr hier im Studio gewesen seid. Ihnen danke ich fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.